Ich habe nicht genug, sonst hätte ich gesagt, ja gut, ich baue da schon mal die Fassade wenigstens, aber nope. Haben wir nicht. Haben wir nicht, ist aber okay, brauchen wir auch nicht unbedingt. So. Ich habe jetzt vor, die endlich wegzumachen. Kisten. So. Der kommt nämlich auch noch weg. Den lasse ich hier. Wir hauen Kisten rein. Wir hauen hier die Öfen rein, weil die brauchen wir nicht mehr. Hier habe ich normale Kohle drin. Ich weiß gar nicht, wie viel Kohleblock da bringt. Okay. Dann machen wir es jetzt so. Dann so. Gut, dann nehme ich. Achso, das habe ich noch hier. Verstehe nicht, wie die Kisten funktionieren. Hilfe! Also, wie das Einsortieren funktioniert. Machen wir mal so, weil dann bringen wir das rüber. Weil es wird ja Zeit, dass die Schmiede dann auch benutzt wird. Weiß ich nämlich nicht mehr, ob ich euch das gestern gezeigt habe, aber ich habe jetzt hier unten im Boden noch Schmelzöfen drin. Und das ist halt einfach sinnvoller. Ich meine, ich könnte höchstens halt auch. Soll ich Blöcke verwenden? Ach, ich lieber nicht. Muss ich halt dann immer nachfüllen, aber das ist okay. So. Da holen wir das auch raus. Wir haben noch eine voll. Okay, ich habe ein bisschen übertrieben, würde ich sagen. Da habe ich auch noch mal zwei. Dann haben wir das. Da drüben haben wir fünf. Okay, dann nehmen wir da die fünf mit. Den Rest muss ich dann einfach mal rausholen. Wie gesagt, nächste Aufnahme erkunden wir wieder. Hoffen, finden auch wieder was Spannendes, weil das haben wir eigentlich jetzt jedes Mal, wenn wir unterwegs waren. Meine, durch das Neuladen, weil neue Jahreszeiten waren und sich wieder begonnen haben. Was ist das denn? Hab ich überhaupt nicht in Erinnerung, was das für ein Ding sein soll. Hier waren wir aber zum Beispiel. Hier oben hat sich was frei gemacht. Das war vorher nicht da, weil wir waren nur auf der Insel. Waren da oben nicht. Das hatte sich frei gemacht. Das weiß ich nicht, ob sich frei gemacht hat, aber das ist nochmal so ein Pillager-Dorf. Tatsächlich hier hinten bei unserem. Da weiß ich nicht, ob wir da drin waren. Waren auf jeden Fall auch nicht hier drin. Aber hier hat es sich nichts mehr frei gemacht. Okay. Das weiß ich nicht, was das ist. Das sieht mir nach goldenen Bäumen aus. Und da habe ich Interesse dran. Hier ist nochmal ein Dorf, wo wir noch nicht waren. Ist. Weiß nicht, was das ist. Ich weiß auch gerade nicht, was das hier ist. Ja, wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen was zum Erkunden. Und hier unten ist auch wieder was. Also, durchs Laden
Kommt immer mal wieder was frei. Hier ist eine Insel. Da ist auch was. Hier unten ist was. Und das müssen wir uns dann alles mal anschauen. Also ich habe da natürlich Lust drauf, das mit euch zu machen. Wie gesagt, ihr müsst nicht lang warten. Also, glaube sogar schon dann für euch morgen sind wir in der neuen Aufnahmesession, weil ich werde jetzt hier nicht mehr so viel machen. Dann kommt die Folge nämlich pünktlich. Und das wäre sehr gut. So. Okay, der geht halt noch. Dann mache ich da noch einen Stack rein. Weil wäre verschwendet, wenn ich es nicht machen würde. Wir bräuchten dann. Wieder unser Holz. Deswegen hole ich das schnell. Die Dächer kann ich dann ja auch offscreen machen. Holz, boah, ob das reicht, weiß ich gerade tatsächlich gar nicht. Sollte zwar reichen, aber wirklich sicher bin ich mir dann nicht. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein Sägewerk. Also so ein kleines Gebäude, das ein Sägewerk ähnelt, wäre, glaube ich, sehr, sehr cool. Ich glaube, wir machen es so. Dann hoffe ich einfach und bete, dass es reicht. Ach, wir brauchen ja auch noch Lampen. Guten alten Lampen brauchen wir. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Boah, Nummer drei. Gott, die Kiste ist auch voll. Alles ist voll mit meinem Kupfer. Machen wir das so. Und wir brauchen 8, ne? Stacks 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ach, natürlich reicht's nicht. 32 Bäume. 9, 18, 27. Kommen wir nicht hin. Bleiben vier übrig. Okay. Wir haben keine Fackel, ist mehr. Das ist okay. Wir haben ja aber dafür jetzt Kohle. So. Ein paar Fackeln gemacht. Wir brauchen eh bloß einen Stack. Den Rest brauche ich, damit ich den hab. So. Also die sind schon echt teuer. Das muss ich sagen. Frage ist, habe ich jetzt alles, was ich brauche? Abgesehen vom Kupfer natürlich. Das wir zwar auch haben. Das ist eh gleich schon wieder einer voll. Also die Chinchanisi-Dinger, die sind echt schnell. Die lassen den Sch die Schmelzöfen echt alt aussehen. So, da müssen wir natürlich die Scheune machen irgendwann. Und auch die Metzgerei oben müssen wir machen.
So, da auf jeden Fall. Mach's auch so. Dann geht es auch wieder auf. Passt es. Wieso sind es dann vier? Vier brauchen wir nicht, wir brauchen nur drei. Achso, ja, nee, ist okay. So ist okay. Okay. So. Halt da die Frage, soll ich das trennen? Sollte ich das trennen? Wir machen es so. Wir machen nicht, dass es ein komplett geschlossener Raum ist, aber dass man trotzdem noch so eine kleine Trennwand sozusagen drin hat. Gut. Ja, rein theoretisch müsste jetzt hier noch das Kupfer drauf, aber habe ich jetzt nicht. Hier sind sogar nur sechs. Logisch, weil zwei mittleren dann abgehen. Sehr gut. Sprich, wir haben genug, also sollten genug Glas haben. Ah, jetzt kann ich das aber nicht machen. Warum hänge ich die mal anders hin? Hier kommen eher noch Zäune ran, dann mache ich hier mal die äußeren noch als Lichtquelle sozusagen. Sehr, sehr gut. Die sollte ich eigentlich stehen lassen. Ja, mach's mal nicht. Bin mal so frech. Selbst wenn Monster spawnen sollten, dann weiß ich woher und warum. Dann bin ich nämlich schuld gewesen. Hier habe ich nämlich die Zäune schon platziert gehabt mal. Also spart mir das schon mal. Ist das ein Squid? Ja, muss ein Squid sein. Ziehen wir die. Jetzt sagen, hä? Was habe ich denn jetzt gemacht? Hier. Nein. Ist tatsächlich doch das normale Holz noch ausgegangen.
Ja gut. Dann ist es so. Das mache ich dann alles für die neue Aufnahmesession dann einfach ready. Dann seht ihr halt immer das fertige Produkt. Ich meine, ihr wisst ja jetzt, wie die Häuser funktionieren so. Ich mit euch nur trotzdem schnell mal machen. Nebenbei, wir brauchen hier ein Holzbrett sogar noch. Ah, habe ich sogar. Okay. Übrigens, dass die Fackeln auch schon mal weg sind. Okay. Gut. Sind doof. Hier ist das dann so. Ach, da ist das Holz jetzt auch rausgegangen. Okay. Naja. Das Glas kann ich platzieren. Dann habe ich nämlich so gut wie. Also dann habe ich das Glas nämlich komplett platziert hier. Ich meine, das hat aber auch immer was. Ich mag sowas, weil im echten Leben siehst du ja auch immer Fortschritte auf einer Baustelle, wie weit ein Haus ist. Da siehst du auch nicht, dass ein Haus an einem Tag sofort hochgezimmert wird. Das ist im Normalfall. Deswegen finde ich das ganz cool. Ja, hier sind die so fertig. Da sieht man, da fehlt aber noch irgendwie Zäune oder so. Da fehlt jetzt das Dach. Hier auch. Da sieht man so, ah ja, da fehlt nochmal einiges. Nee, ich bin zufrieden. Ich hätte gesagt, ich hocke mich jetzt hier oben wieder hin, wie ich das gemacht hatte. Schon beim letzten Video. Huch. Damit haben wir nämlich jetzt ein Upgrade. Ich kann es auch so. Hallo. Ich brauche es ja bloß in der Aufnahme. Passt. Ein mitgenommen. Guti, guti, guti. Sonst brauchen wir nichts gerade. Ich mag das nicht auf, dass ich da immer meine Schulterkiste sehe. Okay. Immer wenn ich dran denke, so nebenbei das Zeug zu braten. So. Jetzt ist vorbei gewesen. Dann gehen wir rüber. Füllen die anderen auf. Ich meine, sobald wir halt das ganze Kupfer, das ich jetzt noch habe, weg gebrannt haben. Ach mein, hier sind ja noch mehr. No, hier sind ja noch mehr. Sind ja nicht nur 5, sondern 7. Aber wie gesagt, wenn ich hier das ganze Kupfer weggebrannt habe, werden wir ja dann eh nicht mehr so in Massen produzieren müssen. Deswegen ist dann ist nicht mehr so das Problem, dass ich ständig neu holen muss. Was auch Kohle anbelangt. Sondern kann das ja echt gechillt dann einfach machen. Ich kann es auch nochmal sagen, der Twilight Forest, diese kleinen Hügel, in so Erzgruppen und drunter waren, das war halt echt Lebensretter.
So anderweitig hätte ich mir echt, boah, hätte ich mir echt viel Mühe und echt viel Zeit nehmen müssen, um gescheit die Kupferbarren zu bekommen, das Kupfererz zu bekommen. Aber so ging das halt schnell. In 10 Minuten habe ich halt ein ganzes Inventar voll gehabt. Ach, seit wann wird denn da oben angezeigt, was da drin ist? Oh, wir haben über 1000 Erde da drin. Ja, lol. Aber natürlich nicht alles, ne? Aber in den meisten Kisten wird alles angezeigt. Das ist natürlich, gut, dann muss ich da gar nicht immer rein. Loggen wie so ein Uli. Ja, wir brauchen mehr Saplings. Wir haben nicht viele bekommen. Paar Bäume wieder zu pflanzen. Einer ist gewachsen. So, der wächst nicht wegen dir. Also, ist ganz cool, dass wir eine Meloneninsel haben. Aber doch trotzdem oft sehr nervig. So, dann hier unten. Auch nochmal hin. Warum wächst du nicht? Wegen der Melone. Gut, dann. Hier noch. Da noch. Thanos. Da auch. Hier unten. So, dann haben wir wieder da ein paar. Ganz ehrlich, das kann ich erzählen. Hier. So, machen wir hier nochmal welche hin. Da. Da. Hier. Jetzt habe ich nur noch drei. Eins, zwei, drei. Jetzt keine Lust, die auch noch wegzupacken. Gut. Damit haben wir aber soweit alles. Ja. Wanderpulver. Was ist das? Es das heißt nicht Wanderpulver. Das heißt Wandelpulver. Wandellaub. Uncrafting. Was kann ich mir Wandelpulver. Puddle machen? Gar nichts. Was habe ich denn jetzt bekommen? Mit. Ah. Dachte, ich kann da irgendwas mitmachen. Uli. Das war der Wildes. Na gut, ich weiß nicht, was man damit machen kann. Steht es da dran? Uncrafting. Moosflecken. Moosblock. Riesenseerosenblatt. Da werde ich eh noch den Teich hier mir hart überlegen müssen, wie ich den verziere mit den ganzen Möglichkeiten hier. Ich habe es ja schon mal angesprochen, genau deswegen ist es für mich sehr, sehr anstrengend, hier die Innenräume zu verzieren. Weil ich mir halt denke, Alter, ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. So viele Möglichkeiten.
Normalerweise habe ich halt immer so, ja gut, das ist möglich, dann mache ich das halt so. Aber das habe ich mittlerweile ja nicht. So, wir machen die Ketten hier auch kurz rein. Aus wie die Laternen. Je nachdem, wie ich halt Zeit finde zum Aufnehmen. Werde ich das halt dann dementsprechend machen. Okay. Na, das nicht. So. Labyrinth, Lichttower. Die brauchen wir so woanders. Mondwurmkönigin. Habe ich bekommen, gedroppt bekommen? Weiß ich noch nicht, was man damit anfangen soll. Stahlblatt. Das gehört auch noch rein. Nagertrophäe machen wir jetzt auch da rein. Dann Roheisen. Totem des Lebens. Totem. Oh. Oh. Ja, das haben wir ja. Totem of Freezing. Warte mal, die können. Aha, warte mal. Totem des Lebens. Zwei. Waren nur zwei. Nee, macht ja gar keinen Sinn. Doch, macht Sinn. Gibt nur zwei. Okay. Aber was ist Totem of Illusion? Es steht nicht dran. Easing, serving. Undying. Okay, ich habe keinen Plan von dem, was du mir erzählen willst, Spiel. Log ich auch einfach hier rein. Wo waren denn die Nagerschuppen? Hier. Da waren die drin. Da ist Glowstone drin. Ich habe Kürbiskuchen auch gefunden gehabt, stimmt. So, Maiglöckchen. Und dich da noch rein. Ah, und. Nee. So. Und ich habe wieder extrem viel Fackeln. Wassereimer brauche ich jetzt gerade auch nicht mehr. Oh, ich habe mich zu viel gedreht. Ich habe mich gewundert. Hä? Macht ja alles gar keinen Sinn. Ach nein, hä? Wo sind meine Eimer? Als wenn die despawn sind. Ich habe die doch hier gedroppt. Ja. Sind wir weg? Nein, die sind einfach weg. Ja gut, die behalte ich aber dann trotzdem. Ja, gut. So viel dazu. Habe ich die hier noch? Ja gut. Ansonsten glaube ich, war es das dann für heute der Aufnahme. Wie gesagt, ich bereite noch mal ein paar Sachen vor. Dann ab der nächsten Folge sind wir unterwegs und schauen, was sich hier noch so alles rumtreibt und was wir noch so entdecken können. Ja, freue mich drauf. Ich hoffe, ihr euch auch. Der hat sich da drin verbrannt. Okay, wie gesagt, ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr euch auch. Bis dahin, lasst mir doch gerne eine Bewertung mal wieder da. Egal, positiv oder negativ. Nehmt alles an. Abo, ne Mo würde ich mich natürlich auch freuen. Ist auch komplett kostenlos für euch, wenn ihr einfach nur auf Abonnieren drückt. Und mir wird es halt natürlich viel helfen und auch eine Menge Freude bereiten. Ansonsten, bleibt gesund, passt auf euch auf und wir hören uns, sehen uns in der neuen Folge von Better Minecraft. Bis dann, macht's gut, haut's rein. Ciao, ciao.